heute. So, wir sind mal auf Tour und eigentlich sollte es heute nach Italien Richtung Venedig gehen. Aber das hat sich ja nun zerschlagen. Und da haben wir heute die andere Richtung eingeschlagen, Richtung Ostsee hoch nach Boltenhagen. So, wir sind jetzt in Boltenhagen angekommen und vor 2 Tagen ist noch unser Vorzelt gekommen, was wir bestellt haben. Ich bin eigentlich so der Markisentyp, aber meine bessere Hälfte wollte unbedingt ein Vorzelt. Das nehmen wir auch, wenn wir jetzt so länger stehen, so 2, 3, 4 Tage. Und wenn wir bloß einen Tag stehen, 1 bis 2 die Markise. Das ist das Vorzelt von Raimo, das Hispaniola. So, das bauen wir jetzt mal auf. So. Also wir haben es selber noch nicht aufgebaut, wie gesagt, jetzt packen wir das zum ersten Mal aus. Die Kehrerschiene, die hatte ich vorher schon dran gehabt, wo ich so ein Sonnensegel zum Einziehen hatte. Also habe ich die auch gleich dran gelassen. Fürs Zelt ganz praktisch jetzt. We'll be right back.
das Vorzelt ist jetzt aufgebaut, eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, nur für was Längeres, für wenn man länger steht. Sonst liebe ich meine Markise. So, jetzt sind wir hier in Boltenhagen angekommen, eingecheckt im Camping, auf dem Campingplatz, Vorzelt aufgebaut und jetzt mal hier am Strand ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Weine vertreten und mal gucken, was hier noch so los ist. So, jetzt befinden wir uns hier auf der Boltenhagener Seebrücke. Ziemlich windig und frisch. Aber es soll ja die Tage noch wärmer werden und die Sonne rauskommen. So, jetzt haben wir eine kleine Spritztour zur Weißen Wiek gemacht in Boltenhagen. Und mal gucken, was hier so los ist. Fischereihafen Boltenhagen. Alles voller Seesterne. So, wir konnten jetzt das Vorzelt eine knappe Woche mal testen. Und Musar macht eigentlich einen ganz stabilen Eindruck. Aber es sind doch Dinge, die mir daran überhaupt nicht gefallen. Zum Beispiel die Plane hier. Ich zeige euch das mal. So, zum Beispiel die Plane, wenn ich die jetzt, wenn ich jetzt vorne quasi aufmachen möchte, habe ich dahinter noch ein Fliegengitter. Das haben wir jetzt erstmal hier oben hingehängt. Ja, man kann es auch ganz rausnehmen, aber wir haben es jetzt da oben hingehängt. So, die Tür hier, die wird quasi mit Reißverschluss aufgemacht. So, und dann liegt natürlich die Tür hier unten im Müll, oder im Dreck besser gesagt. Ja, man hat keine Möglichkeit, das Ding hier irgendwo mit einer Schlaufe festzumachen oder sonst was. Oder man muss es eben halt ganz rausnehmen. Aber dann muss man es wohl auch verstauen und wegpacken und wohl auch rausholen. Und so, am besten, sage ich jetzt mal, wäre, wenn da in der Mitte ein Reißverschluss wäre. Wenn hier ein Reißverschluss wäre, aufmachen, zusammenrollen und hinten mit einer Schlaufe irgendwo festbinden. Aber jedes Mal das Ding dann wegräumen und zusammenpacken, das nervt. So, das nächste, was mich stört, ist zum Beispiel, wenn ich früh aufwache und möchte aus meinem Fenster gucken, dass ich nicht sehe, den Himmel nicht sehe, sehe nicht, wie das Wetter ist, sehe das Meer nicht, wenn ich am Meer stehe oder sehe den Campingplatz nicht.
was man bei einer Markise dann zum Beispiel nicht hat. Ja, so der Vorteil von so einem Zelt ist halt aber, dass man halt einen extra Raum hat, Verstaumöglichkeiten hat. Ja, mal gucken, wie gesagt, für längere Zeit Vorzelt, für 1 bis 2 Tage Markise. So, jetzt werden wir das Vorzelt zusammenbauen und meine heißgeliebte Frontrunner Markise ausfahren. Abbau ging schneller wie gedacht. Dass wir das überhaupt alles wieder in die Tasche gekriegt haben, haben wir zuerst gedacht, passt alles bloß ganz eng rein und so, aber das war ganz easy. So, und jetzt baue ich meine heißgeliebte Markise wieder auf. Befinden wir uns hier in Warnemünde, direkt am Wohnmobilparkplatz, Stellplatz, direkt am Wasser. So, heute sind wir von Boltenhagen dann losgefahren, da hatten wir noch einen Abstecher nach Warnemünde gemacht, haben uns dann noch ein bisschen umgeguckt und dann wollten wir eigentlich nach Hause, aber hatten nur noch keine Lust nach Hause und dann sind wir in Kühlungsborn gelandet. Naja, so wie zu erwarten war, alle Campingplätze voll und so und jetzt stehen wir autark und essen jetzt noch was und gehen dann auch ins Bett.
So, heute haben wir die Nacht hier in Kühlungsborn auf dem Parkplatz verbracht und alles gut gelaufen.